Gewaltige Hochhausschluchten, Menschen in düsterer Kleidung, von Leuchtringen umstrahlte Roboter. So sieht Metropolis aus. So hat es sich Fritz Lang vorgestellt. Die Mutter aller Science-Fiction-Filme, floppte damals allerdings gnadenlos an der Kinokasse. Erst später folgte die Anerkennung eines Meisterwerks. Auf den Tag genau, 90 Jahre nach der Premiere im Uferpalast am Zoo, wird der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Stummfilmklassiker im Babylon gezeigt und Arndt Breitfeld dort auch live begleitet. Katrin, genau so muss es gewesen sein. Am 10. Januar 1927, jetzt gerade, ist nämlich das Metropolis-Orchester hereingekommen in den Saal. Und wir warten alle auf den Augenblick, wo sie anfangen zu spielen. Da wird es nämlich jetzt gleich erstmal nochmal ein kleines Lied geben von einem amerikanisch-deutschen Künstler. Und eigentlich hatte dieser Film 1927 Premiere im Ufer-Zoo-Palast. Und den gibt es nicht mehr. Deshalb sind wir heute hier im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Immerhin auch ein Kino aus dem Jahr 1929, also zwei Jahre später, als Metropolis entstanden ist. Und wir waren heute schon bei der Probe dabei. Also dieses Metropolis-Orchester ist ja extra für Metropolis selber gegründet worden. Und es ist eben ganz beeindruckend zu sehen und vor allem auch zu hören, wie diese Musik zusammen mit dem Film wirkt. Jetzt gibt es gerade schon viel Applaus für Burkhard Götze. Das ist der Mann, der sich das Ganze ausgedacht hat. Ein Dirigent, der einfach gesagt hat, man muss an dieses große Ereignis vom 10. Januar 1927 jetzt zum 90. erinnern, weil das eben auch so ein künstlerisches Ereignis war. Alle Leute, die über diesen Film geschrieben haben, haben immer wieder dieses Datum damit in Verbindung gebracht. Und das lag natürlich nahe, da zum 90. hier in Berlin, am Uraufführungsort, am Entstehungsort des Films, eine besondere Jubiläumsaufführung zu machen. Und scheinbar gab es niemand anders, der die Idee hatte. Ich weiß es nicht. Und warum war der Film überhaupt ein Flop? Hat es vielleicht auch an der Musik gelegen oder kann das nicht sein? Das nun gerade nicht. Also die Kritiker damals haben ja die Musik eigentlich in höchsten Tönen gelobt und haben eigentlich eher so die Handlung, das Drehbuch von Thea von Harbou, ein bisschen verrissen, ne? Die Musik jedenfalls ist tatsächlich sehr schön und die Handlung, im Grunde genommen geht es um eine Zweiklassengesellschaft, die ja dann sich tatsächlich auch bekriegt. Und jetzt gibt es den großen Song Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? Ein Schlager aus dem Jahr 1927. Zu Recht vergessen, möchte ich sagen, aber hier wird er auch nochmal aufgeführt. Und das stimmt aber tatsächlich sehr schön ein in das Jahr 1927. Warum ist das ein großer Erfolg gewesen? Wir haben Werner Sudendorf gefragt. Warum ist dieser Film ein so großer Klassiker bis heute? Erstens geht es um die Metropolis, die Weltstadt. Die Weltstadt verbinden wir auch mit Berlin. Zweitens geht es um einen Roboter, der Mensch wird und den man nicht mehr kontrollieren kann. Das ist also ganz aktuell heute, wenn Sie mit dem Auto fahren, was von selber fährt, ja, was Sie nicht mehr kontrollieren können oder was auch immer. Und dieser Roboter bringt diese Welt zum Einsturz. Ja. Und dann gibt es natürlich die Ebene, dass da ganz viele Special Effects drin sind und Sie sehen praktisch, wie diese Special Effects gemacht sind. Freitag und Sonntag gibt es noch Karten für die Aufführung von Metropolis, allerdings ohne Live-Orchester. Aber das ist auch schön. Und dann geht es wieder weiter bei Katrin Böhm. Vielen Dank, Arndt.